Bonjour, mes chers Pompelmus. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Kurz bevor mein Kanal startet, wollte ich mich einfach nochmal melden, weil es mir ein Bedürfnis war, ein bisschen Dankeschön zu sagen. Zum Beispiel Dankeschön an 200 Menschen, die Stand jetzt diesen Kanal abonniert haben. Also wie gesagt, innerhalb von 2 Tagen 200 Leute. Herzlichen Dank dafür und vielen Dank für das Vertrauen. Dann möchte ich mich aber auch bedanken bei 2 Menschen, die mir im Vorfeld sehr geholfen haben. Einerseits die Jana Höfner, ihr kennt sie ja bestimmt, die Zoe-Pionierin, mit der ich halt gemeinsam den Podcast für Electrify BW mache. Sie hat mir wirklich ganz tolle Tipps gegeben, was ich verbessern kann, was für Apps ich noch fürs iPhone holen könnte und so weiter und so weiter. Und auch der Dennis Witthus, den ihr sicher auch kennt, der ja auch einen Blog macht in YouTube, hat mir ganz, ganz tolle und wichtige Tipps gegeben. Herzlichen Dank dafür. Es gab auch einige Menschen, die mich ermutigt haben, dieses Projekt zu machen. Zum Beispiel möchte ich erwähnen Ove von T&T Tesla. Dankeschön dafür, für die Ermutigung. Tesla Markus natürlich und auch der Antonino von Buzzing Dansei. Und der Antonino hat ja wirklich Pech gehabt. Dem ist nämlich ein Auto vorne reingefahren und das, nachdem er 4 oder 5 Tage seinen Tesla hatte. Sehr ärgerlich, aber lieber Antonino, glaub mir, es geht noch schlimmer. Bei mir hat es nicht mal 24 Stunden gedauert, da ist mir auch jemand vorne reingefahren. Allerdings, ich hatte ein bisschen Glück, bei mir war es so, dass man das auspolieren konnte. Ich hoffe, das geht bei dir auch. Gut, beziehungsweise nicht so gut, Antonino, Kopf hoch. Und auch dir danke für deine Unterstützung. Ich wollte gerne noch darauf hinweisen, was so in der nächsten Zeit passiert. Der erste Film, den ich veröffentlichen werde, ist ein Interview, das ich mit Tesla Markus gemacht habe, mit Markus Meinschein. Den habe ich getroffen und wollte das eine oder andere von ihm wissen. Also das wird das erste Video sein, also ein Interview. Das zweite wird ein kleiner Roadtrip sein über den Schwarzwald in den Europapark. Da bin ich mit meinem Sohnemann hingefahren. Gab so das eine oder andere kleinere Problemchen. Und das dritte Video, das ich veröffentlichen möchte, ist ein Video, das ich aufgezeichnet habe in der Meulesmühle bei einer Veranstaltung von Electrify BW. Da hat nämlich Michael Bär berichtet von seinem Trip nach Afrika. Und zwar nicht mit einem Tesla, das wäre ja zu einfach, sondern mit einer Renault Zoe. Und um das Ganze auch ein bisschen schwieriger zu machen, mit einer alten Renault Zoe. Das heißt, Reichweite ungefähr 120, 130 Kilometer. Damit ist er nach Afrika gefahren. Was er da erlebt hat, wie er da hingekommen ist, das werde ich dann auch hier auf diesem Kanal veröffentlichen. Das gibt dann auch ein Interview und übrigens ein größeres, längeres Interview wird es dann auch im Podcast geben. Das schon mal so als Hinweis. Gut, ich wollte mich wie gesagt nur ganz kurz melden. Ich habe mir gedacht, es ist noch so eine weihnachtliche Stimmung. Der Kamin, also zumindest der Kamin im Fernseher brennt. Das ist alles schön, das kann man alles wunderbar genießen. Ich wünsche euch einen guten Rutsch ins neue Jahr. Bleibt gesund. Und wie gesagt, ich freue mich auf mein neues Projekt und ich freue mich, wenn ihr viele Kommentare schreibt, wenn ihr mich weiterempfehlt und so weiter und so weiter. Ihr kennt das. Wie gesagt, frohes neues Jahr und jetzt lehnen wir uns alle zurück und genießen die weihnachtliche, die entweihnachtliche Stimmung. Ah, wunderbar. Könnte ich stundenlang machen. Machen wir aber nicht. Tschüss. Salut.